Ja, das heutige Video führt uns an die Neetalsperre bei Wipperfürth. Die Neetalsperre wurde im Jahr 1909 als Trinkwassertalsperre errichtet und wird heute für die Notversorgung der Stadt Remscheid bereitgehalten. Sie dient außerdem der ökologischen Bewirtschaftung und dem Hochwasserschutz. Die Talsperre hat einen Stauinhalt von 6 Millionen Kubikmetern. Die Neetalsperre liegt zwischen der größeren Bevertalsperre und der kleinen Schevelinger Talsperre, die miteinander auch einen Verbund bilden. Wenn man den sehr schönen Rundweg um die Neetalsperre einmal bewandern will, der Weg ist etwa 11 Kilometer lang, kann man am einfachsten hier auf diesem Wanderparkplatz beim Gasthaus zur Neetalsperre starten. Von der Schevelinger Talsperre oder auch Silbertalsperre führt ein unterirdischer Stollen zur Neetalsperre. Die Neetalsperre ist auch mit der Bevertalsperre verbunden. Dieses Konstrukt ist auch bekannt als der Beverblock. So, jetzt folgen noch 2 Minuten Impressionen an der Talsperre. So, wir kommen jetzt zum Ende des Videos. Ich hoffe, es war informativ und hilfreich, gegebenenfalls für die Planung einer eigenen Wanderung. Sollte dies der Fall sein, würde ich mich sehr über Feedback oder einen Daumen nach oben freuen.